Herzlich willkommen aus dem Van Swieten Saal der MedUni Wien. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dieser Lebenswege-Veranstaltung des Alumni-Club der MedUni Wien. Ich begrüße Sie als der Präsident dieser Vereinigung, die sich als Plattform versteht für Absolventinnen und Absolventen der MedUni Wien, aber auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind hier herzlich willkommen, dabei zu sein bei diesem großen Projekt, das es als Ziel hat, eine Plattform für Austausch von Informationen, von Wissen und auch von Diskurs zu dienen. Und es ist uns eine besondere Ehre, diese Lebenswege-Veranstaltung heute am Tag der Universität abhalten zu können. Und da bin ich sehr glücklich, dass wir das jetzt schon zum zweiten Mal machen können und dass wir wieder ein sehr spannendes Paar eingeladen haben, das hier mit Forschern und Forscherinnen der MedUni Wien und über ihre Themen, über ihre Lebenswege, über die Karriere, die sie absolviert haben, sprechen. Und das erste Paar, das ich Ihnen vorstellen darf, ist der Herr Professor Heinz Flamm, der letztes Jahr seinen, also eigentlich vorletztes Jahr seinen 90er gefeiert hat. Und ich bin sehr glücklich, dass er bei uns ist, um eben hier jetzt ein wenig in diesem Rahmen gemeinsam mit Wilfried Ellmeyer zu plaudern darüber, wie er seine Karriere eben erlebt hat und sein Leben gestaltet hat. Und diese Plattform oder dieses Lebenswegeformat dient auch besonders dafür, Menschen vorzustellen, die in der Medizin Besonderes geleistet haben. Und da gibt es einige Dinge, die bei Professor Flamm sofort auftauchen. Da sind die Entdeckung der Listerien, an der er mitgewirkt hat, und viele andere Dinge, die er in Österreich bewirkt hat und für die er mannigfaltige Auszeichnungen und Ehrungen entgegennehmen durfte. Aber was mir natürlich auch ein Anliegen ist, ist, dass er eben nicht nur für Virologie und Krankenhaushygiene und viele andere Felder einen wichtigen Einfluss genommen hat. Er hat sich auch für die Pflege sehr eingesetzt und er war auch Mitglied im obersten Sanitätsrat, der im letzten Jahr hätte 150-jähriges Jubiläum feiern sollen. Und ja, darauf, das feiern zu können, warten wir jetzt noch. Und, aber nichtsdestotrotz feiern wir heute mal den Tag der Universität und dass wir jetzt beginnen können mit diesem sehr spannenden Gespräch. Und ich freue mich darauf und danke Ihnen für Ihr Interesse und dass Sie bei uns im Stream dabei sind. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, die jetzt alle online und im Stream zusehen. Ich möchte Sie auch recht herzlich zur heutigen Veranstaltung des Alumni-Club Lebenswege am Tag der Medizinischen Universität Wien begrüßen. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, Herrn Professor Heinz Flamm heute hier begrüßen zu dürfen. Viele von Ihnen kennen natürlich Professor Flamm, haben sicher vielleicht im Vorfeld jetzt auch noch nachgelesen über seinen Lebensweg. Und ich möchte, bevor wir das Gespräch beginnen, vielleicht ganz kurz ein paar wichtige Punkte zusammenfassen. Professor Flamm wurde im Jahr 1929 in Wien geboren, hat dann Ende der 1940er, Anfang der 50er Jahre Medizin in Wien studiert und ist dann 1954 an das Institut für Hygiene gekommen. Dort haben Sie Ihre wissenschaftliche Karriere begonnen. Von 1965 bis 1991 waren Sie auch Vorstand des Instituts. Und neben all Ihren wissenschaftlichen Errungenschaften, die Sie dort geleistet haben, über die wir heute sicher noch zu sprechen kommen, waren Sie auch sehr gestaltend tätig und haben während dieser Zeit wirklich wichtige neue Arbeitsgebiete und Ordinariate eingerichtet, wie Krankenhaushygiene, Virologie, spezifische Prophylaxe, Tropenmedizin, Sozial- und Umwelthygiene und viele mehr ins Leben gerufen. Sie waren, wie auch schon vorher erwähnt worden, in sehr vielen nationalen und auch internationalen Gremien tätig, haben auch die Politik beraten und sind dort auch in sehr vielen wichtigen Funktionen gewesen. Und seit Ihrer Emeritierung im Jahr 1991 sind Sie, was ich bezeichnen würde, im Unruhestand und beschäftigen sich eigentlich sehr, sehr ausreichend und vielfältig mit der Geschichte der Hygiene und haben schon sehr mehrere Arbeiten darüber geschrieben. Ich möchte auch erwähnen, es ist auch schon erwähnt worden, dass Sie sehr viele Ehrungen und Auszeichnungen bekommen haben, unter anderem auch das große Ehrenzeichen für die Verdienste der Republik Österreich.
Und in den nächsten 40 Minuten möchte ich jetzt mit Ihnen einige Stationen Ihres Lebens noch einmal besuchen. Professor Flamm, willkommen an der MedUni Wien heute, am Tag der Medizinischen Universität, und dass Sie auch zum Gespräch gekommen sind. Und eigentlich die erste Frage, wenn man jetzt eine Biografie von Menschen sieht oder die sich mir immer stellt und vielleicht auch vielen unseren Zusehern heute, ist: Wie hat das eigentlich alles begonnen? Wieso sind Sie Mediziner geworden und kein Jurist? Was waren da eigentlich die Gründe? Ja, mich hat die Naturwissenschaft besonders interessiert. Und da schien mir die Medizin dann doch ein Gebiet, das entwicklungsfähig ist. Und ich habe als Student alle Sommer auf der Prosektur des Kaiserin-Elisabeth-Spitals bei meiner verehrten Lehrerin, Frau Professor Coronini, verbracht. Und habe da also schön die Einblicke in die Bakteriologie und etwas auch in die Pathologie erhalten. Und das war letztendlich ausschlaggebend dann für den Zufall, möchte ich sagen, dass ich an die Hygiene kam. Ich wollte nämlich an sich Gynäkolog werden, war angemeldet auf der einen Frauenklinik, aber wie das damals war in der Zeit der unbezahlten Gastärzte, wurde mir gesagt, ich soll 2 Jahre lang ein theoretisches Fach machen und dann kann ich unbezahlter Gastarzt werden. Das ist eine Situation, die man sich heute nicht vorstellen kann als junger Arzt. Und das Glück war also, dass am Hygieneinstitut ein deutscher Herr, Professor Bieling, berufen wurde, der in Wien lediglich die Frau Professor Coronini, also meine Lehrerin, kannte. Und als er sie gefragt hat, ob sie ihm helfen könnte, seine Dienstposten zu besetzen, hat sie mich genannt. Und so bin ich nicht Gynäkolog geworden, sondern Hygieniker. Und wie Sie dann dort als das Institut gekommen sind, was waren denn Ihre ersten Aufgaben und Tätigkeiten? Ja, dort, die Voraussetzung der Aufnahme ins Institut war, dass ich mich mit angeborenen Infektionen befasse. Das habe ich natürlich gern zugesagt. Ich habe mich auch habilitiert mit einem Buch über angeborene Infektionen und habe die Zeit bis zur Habilitation experimentell auch gearbeitet im Tierversuch mit Infektionen Schwangerer und habe natürlich auch in der Routine entsprechende bakteriologische Untersuchungen gemacht. Und da kam mir sehr zustatten, dass ich im Jahr 54 die Listerien bei uns in Wien gefunden habe, nachdem 1952 das erste Mal Listerien in Europa gefunden wurden, in der Deutschen Demokratischen Republik von Portell, und im Jahr darauf, also 1953, dann von Seliger in der Deutschen Bundesrepublik in Bonn damals, und 1954 habe ich in Wien welche gefunden, und das war natürlich sehr angenehm, weil sie ja nicht bekannt waren. Und ich habe mit einem der Primari, in dessen Kinderspital die Infektionen waren, dann eine umfängliche Arbeit geschrieben über Listeriose und bin so auch in Amerika bekannt geworden. Was kommt, wollte ich hier noch zu sprechen kommen, weil Sie vorher erwähnt haben, dass Sie dann auch Routineuntersuchungen gemacht haben. Was hatten Sie da, oder was war denn Ihr Verantwortungsgebiet? Für wen haben Sie die Untersuchungen gemacht? Wir haben für Krankenhäuser in erster Linie wohl für St. Anna Kinderspital, aber dann auch für das Krankenhaus in Mistelbach haben wir Routineuntersuchungen gemacht. Mistelbach war wieder interessant, der Zoonosen im Marchfeld oben. Da kommt man dann eh auch hin. Ja, ja. Das heißt, Sie haben das dafür gesagt. Und wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, Schlecht. Das, weil wenn wir heute reden, nicht wie Labore eingerichtet werden müssen, ja, alles nach Arbeitsschutz und so. Ja. Wie waren denn damals Sie? Naja, wie Ihr Labor damals ausgesehen, wo Sie gearbeitet haben? Ich habe damals 20 Glas-Petrischalen gehabt, die damals noch aus gepresstem Glas waren, das bei schlechter Hitzung zersprungen ist. Und diese 20 Petrischalen mussten für die Routinbakteriologie reichen. Das heißt, wir haben dauernd beimpft, nach der Diagnose sofort wieder desinfiziert und also wieder sterilisiert darauf. Das war das sehr große Handicap. Das zweite Handicap war, dass wir ja durch die damaligen Gaslieferzeiten beschränkt waren. Das Gas, das Stadtgas, ist ja nicht ganztägig gelaufen, sondern etwa von, ich glaube, 11 bis 1 zum Mittag. Wir mussten also alles herrichten, was ausgeglüht werden sollte. Also auch die ganzen Möglichkeiten der Überimpfung von bakteriologischen Kulturen
mussten so vorbereitet sein, dass wir dann, wie das Gas hereinkam, sofort arbeiten konnten mit den Bunsenbrennern, die wir angeschlossen haben. Und zum Glück sind wir nie explodiert, weil Gas-Luft-Gemisch nicht unbedingt ungefährlich ist. Das war das eine. Nun haben wir dann die Befunde gehabt. Das Telefon war ja auch so, nach Mistelbach konnte man auch nicht telefonieren, wann man wollte. Wir haben also zum Mittag ein Zeitfenster gehabt, in dem man eine Nummer anrufen konnte, und von der Nummer wurde man zum Spital verbunden. Das heißt, wir mussten jetzt an einem gewissen Zeitpunkt auch schon wieder die Befunde fertig haben. Was haben Sie gemacht, wenn sich das nicht ausgegangen ist oder wenn jetzt kein Gas war? Oder haben Sie einfach? Naja, wenn kein Gas war, konnte man sich behelfen mit Spiritusbrennern, aber die haben natürlich nicht die Hitze und waren also nicht so brauchbar wie das Stadtgas. Und sonst, Telefon muss man halt warten am nächsten Tag. Und wie viele Befunde haben Sie da machen müssen pro Tag, oder kann man das so abschätzen? Das war wechselnd, aber sagen wir, für das St. Anna Kinderspital 20 und Mistelbach auch etwa, also um die 40 im Tag. Und die Arbeitsbedingungen dort, waren Sie dann alleine im Labor oder haben Sie mit... Nein, ich hab zwei technische Assistentinnen gehabt. Mhm. Das war auch notwendig. Sonst hätten wir es nicht geschafft in diesen beschränkten Zeitintervallen. Und das ist aber doch sehr gut gegangen. Mit der Zeit haben wir mehr Petrischalen gekriegt und damit konnten wir also schon leichter arbeiten. Und wie kann man sich das jetzt dann vorstellen, wie Sie dann jetzt, wie Sie vorher schon erwähnt haben, dass Sie dann die Listerien auch entdeckt haben? War das dann mal so, dass Sie dann eine Probe bekommen haben, die Sie ja, dann am Anfang nicht zuordnen konnten? Und das war ein Leak, war eines Kindes gewesen, in dem diese grampositiven Stäbchen gewachsen. Und damit schien mir eigentlich der Verdacht sehr naheliegend, dass das Listerien sein könnten, die ich halt aus der Literatur sozusagen, wusste, dass es solche Keime gibt, die bei den Tieren ja auch schon lang bekannt waren. Und dann haben Sie die versucht, ein bisschen unter bestimmten Bedingungen wachsen zu lassen? Ja, und dann biochemisch muss man es bestimmen, nicht? Weil morphologisch nicht viel, waren grampositive Stäbchen. Und das biochemisch bestimmen war natürlich auch etwas kompliziert, weil man nicht alle Zucker damals noch bekam. Das heißt, Sie haben verschiedene Medien gemacht? Die haben wir natürlich selber gemacht, in flüssigen Medien, also im Bouillon mit anderen Worten, jeweils verschiedene Zucker und auch ein paar andere Stoffe, Eiweißstoffe auch, und mit einem Indikator festgestellt, ob jetzt der Stoff verdaut wurde von den Keimen oder nicht. Mhm. Und da gab es ja dann Bestimmungsbücher, ein sehr dickes von Bergsche in Amerika, nachdem ich mich dann gehalten habe. Okay. Und so, Sie haben mir auch erzählt, so im Vorgespräch ein bisschen, die Zutaten unter Anführungszeichen oder Reagenzien, wie Sie die gelagert haben? Naja, also der Agar-Agar, der heute als Pulver, überhaupt kriegt man einen fertigen Nährboden. Wir haben ja noch Bombenschaden im Institut gehabt und in einem Raum war ein großer Schutthaufen und in dem Schutthaufen war der Fadenager. Der Ager ist damals noch in Fäden, in Bündeln zusammengebunden gewesen, aus der Kriegszeit her noch. Und da habe ich halt mit den Händen so lang gesucht im Schutt, bis ich was ertastet habe, was weicher war als Schutt. Und das haben wir herausgeholt. Das wurde 3 Tage im fließenden Wasser gewässert und der Nährbodenkoch konnte dann damit Nährböden machen. Auch nicht ganz einfach gewesen. Nein. Das ist deswegen umso erstaunlicher, nicht, dass Sie dann eigentlich unter diesen Bedingungen dann eigentlich die wichtigen Entdeckungen auch machen konnten. Können Sie sich noch erinnern, wie das war, wie Sie dann irgendwie sicher waren, dass das Listerien war? Waren Sie dann sehr aufgeregt? Aber den Chef habe ich gesagt, schauen Sie auf, das müssen Listerien sein. Er hat sie auch nie gesehen gehabt vorher und er war dem sehr aufgeschlossen. Okay. Und so wie war damals das Verhältnis zwischen Mitarbeiter und Chef? Ja, das war eine absolute Monarchie. Der Chef hat entschieden und konnte machen, was will. Mich hat er nach 2 Monaten hinausgeschmissen aus dem Institut und hat mich aber wieder aufgenommen. Zum Glück, ja. Ja, also
könnte man viel erzählen. Okay. Und wenn Sie jetzt so, glauben Sie, war das Ihre wichtigste Entdeckung jetzt auf wissenschaftlicher Ebene oder würden Sie sagen, nein, es war ein guter Anfang. Mhm. Es war ein guter Anfang. Interessiert hat mich immer, haben mich die Einwirkung auf die Volksgesundheit überhaupt interessiert. Und das sind zum Teil eben die technischen Fragen der Desinfektion, Sterilisation. Denn in den 50er Jahren konnte jeder, der wollte, irgendeine Flüssigkeit als Desinfektionsmittel verkaufen. Es waren ja keine Prüfungen der Mittel. Und genauso konnte jeder technische Erzeuger sagen, dass dieses Gerät ist ein Sterilisator. Und das hat mich also eigentlich ein bisschen geärgert. Umso mehr, als wir so gesehen haben, dass in manchen Ordinationen Gasbrandfälle aufgetreten sind, die nur jene Patienten betroffen haben, die blutgefäßverengende Mittel eingespritzt bekommen haben. Und das kam dadurch, dass damals in einem sogenannten Paratus-Apparat die Leute bei den Patientenbesuchen zu Hause ein Metallzylinder hatten, in dem drin in einem Sieb eine Spritze steckte und herum Injektionsnadeln und das Ganze war mit Alkohol gefüllt. Und so ist halt jeder Patient mit derselben Spritze gestochen worden, wobei halt die Nadel ausgespült wurde im Alkohol. Der Alkohol hat sich dann auch herausgestellt, dass er nicht steril war. Bin es dem dann nachgegangen, wie der Alkohol zum Arzt kommt, von der technischen Produktion, über die Apotheke, dass da also im Gasbrandsporen drinnen sein durften, weil es war ja nicht behauptet, dass es steril ist. Und das war der Anfang eigentlich. Es war auch damals das chirurgische Nadelmaterial, das sogenannte Kettgut, ist zum großen Teil trocken, nicht bündel geflochten gewesen, trocken. Also nicht steril, letzten Endes musste sterilisiert werden, war also auch eine Methode, die einem Hygieniker eigentlich nicht gefallen sollte. Und so bin ich eben auf das Gebiet der Sterilisation, Desinfektion gekommen und habe also dann in der Praxis sehr viele Sachen gemacht. Mit dem Ethanol oder Alkohol, Sie haben es dann noch zurückverfolgt, nicht? Dass Sie dann ja, das bis zur Firma bis zum Metall. Fass, ja. Das im Hof der Firma steht. Und die kann ja nichts dafür, die muss ja nichts Steriles liefern. Und eigentlich auf Ihre Untersuchungen und Ergebnissen dann ist eigentlich der sterile Alkoholtupfer? Ja, da sind die Tupfer gemacht worden. Das war zuerst, das war eine Nestbeschmutzung, wurde mir vorgeworfen, wie ich nachweisen konnte, dass durch Injektionen Gasbrandfälle auftreten. Aber das war der Anfang von der Entwicklung der Desinfektion, Sterilisation, der ich eigentlich bis zuletzt meine Arbeit gewidmet habe. Die hat sich dann immer mehr und mehr ins Technische verlagert, in Wäschereien, in der Luftaufbereitung. Vielleicht noch am Anfang, wer hat da Widerstand geleistet oder wer hat dann irgendwie gesagt, was der Herr Professor Flamm sagt oder was? Na, damals war es der kleine Flamm. Der kleine Flamm. Ja. Und naja, die sogar die Ärzte kamen, waren natürlich etwas böse. Ich verstehe es ja, aber es war halt so. Das heißt, Sie haben ja die Daten gehabt, die gesagt ja, haben, die gezeigt haben. Die hat man ja nicht können abstreiten, nicht? Und das war der mühsame Anfang gewesen. Und was glauben Sie, was war der Trick oder was war irgendwie das auslösende Moment, dass Sie dann eigentlich die Leute wirklich überzeugen konnten, dass das so war? Die Sturheit. Die Sturheit. Meine Sturheit. Mhm. Und einfach, dass Sie halt und immer... Ja, und halt sich nicht drum scheren, wenn die Leute dagegen sind. Habe ich das ganze Leben so gemacht. Und dann haben Sie gesagt, haben Sie dann weitergemacht, dass Sie mehr in das Technische gegangen sind? Ja, da habe ich eigentlich angefangen mit der Wäschedesinfektion. Ich habe im Krankenhaus St. Pölten selbst so mit den Händen ungefähr 2 Tonnen Wäsche gewaschen und bin also da eben auf die Technik, das Wäschereinigung plus Desinfektion gekommen.
Und wir haben da mit verschiedenen Firmen Entwicklungen mitgemacht, von Waschmaschinen, die dann schließlich nach verschiedenen Systemen gearbeitet haben. Das hat man dann später dann auf den internationalen Kongressen sehr schön verfolgen können, wie die Entwicklungen waren. Und meine Mitarbeiter und ich, wir haben jeweils, wenn irgendwo ein neues System in Frage kam, haben wir die Untersuchungen gemacht. Also auch für ausländische Firmen. Das heißt, damals war das eigentlich nie ein Thema, Krankenhaushygiene, nicht? Oder wie die Wäsche oder wie immer? Nein, oder wie das Krankenhaushygiene hat es nicht gegeben. Also ich meine, wenn ich Größenwahnsinn bin, sage ich, ich habe es erfunden in Europa. Aber ich meine, das ist ein bisschen stark. Denn ich muss gleich sagen... Miterfunden. Ich wollte sagen, vor 100 Jahren hat ein Amerikaner ein Buch geschrieben über Krankenhaushygiene. Aber das ist nicht beachtet worden, leider. Und Sie haben dann auch begonnen, das heißt, das war irgendwie auch ein Punkt, wo Sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass jetzt als Wissenschaftler alleine ist nicht ausreichend, sondern... Ja. Mir schien, sie muss anwendbar sein. Und das war ja auch in diesen zwei Gebieten der Sterilisation der Fall. Und da waren also wirklich große Defizite. Und ich konnte also die Österreichische Gesellschaft für Gen- und Mikrobiologie und Präventivmedizin überzeugen, dass wir überprüfen sollten, wie Geräte, die in den Markt geworfen werden und Mittel, die in den Markt geworfen werden, wie die funktionieren oder nicht funktionieren. Das heißt, das war am Anfang eigentlich die Österreichische Gesellschaft für Mikrobiologie und wo sie dann durch ihr Wirken irgendwie Hygiene auch aufgenommen haben. Durchgesetzt, dass sie der Namen, das ist vielleicht nicht wichtig, von Mikrobiologie und Hygiene in Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin umgetauft wurde. Und damit hat man sozusagen die formale Berechtigung gehabt, sich auch um Präventivmedizin, also um die Volksgesundheit zu kümmern. Und wir haben dann begonnen, Prüfungsmethoden auszuarbeiten bzw. zu übernehmen, wenn welche da waren, und haben dann Gütezeichen ausgestellt in Verzeichnissen. Es war dann so weit, dass man im österreichischen Markt keine Desinfektionsmittel oder Sterilisatoren verkaufen konnte, die nicht von der Gesellschaft zertifiziert waren. Das ging einige Jahre sehr gut und dann kam das Handelsministerium darauf, dass im Jahr 1945 bei der Auflassung der Reichsgesetze eine Verordnung vergessen wurde, welche dem damaligen Reichsministerium allein die Erlaubnis gibt, Gütezeichen auszugeben. Das heißt, wir mussten das einstellen. Wir haben zwei Jahre lang mit Beamten des Gesundheitsministeriums, mit einem Rechtsanwalt und mit Technikern ausgeschaut, wie wir das umgehen können, und sind dann also eben dazu gekommen, dass wir eben dann das nicht als Gütezeichen, sondern Expertisen herausgeben, und haben auch dann ausländische akzeptiert. Sie mussten eingeschickt werden, die ausländischen Expertisen, und wir haben geschaut, ob sie mit unseren hier kompatibel sind, und so haben es auch ausländische Firmen, das österreichische, also nicht mehr Gütezeichen dann, sondern Expertise gekriegt. Die haben es auch in ihre Reklamen natürlich abgedruckt. Meist gelistet bei der ÖGH in Birmsmeister. Okay. 1965 sind Sie ja dann Vorstand vom Institut geworden. Jawohl. Da haben Sie ja dann schon irgendwie die Möglichkeit bekommen, dann auch mehr oder weniger das Gebiet zu gestalten. Ja, das und, war... Und da haben Sie mir ja auch erzählt, dass Sie in Ihrer Antrittsvorlesung schon irgendwie eine Idee hatten. Ja. Ich hatte damals also einerseits die Meinung, dass man als Institutsvorstand außer der Arbeit auch sich um seine Mitarbeiter kümmern muss. Ich glaube, das habe ich auch getan, die Jahre. Und war es auch der Meinung, dass einer allein nicht die Hygiene betreiben kann, weil sie so vielfältig ist.
Und das war der Anlass, damals wurde ich belächelt nach der Antrittsvorlesung, aber es war der Anlass, dann einige Lehrkanzeln zu beantragen und auch durchzusetzen. Das war die Umwelthygiene, die Virologie, das waren die ersten zwei. Und dann wollte ich die Tropenmedizin, da sind die Kliniker hochgefahren, Tropenmedizin ist was Klinisches. Und da habe ich mir überlegt, ich habe mich an sich immer bemüht, nicht gegen eine Wand zu rennen, sondern möglichst um die Wand herumzukommen. Und habe mir also überlegt, wie kann ich dieses Institut, das ich da möchte, gründen, nennen. Und bin auf die spezifische Prophylaxe gekommen. Und das ist meiner Meinung nach ja die Hygiene. Und da konnten die klinischen Kollegen nichts mehr dagegen sagen. Und so wurde das Institut für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin, wie es ja jetzt oft im Fernsehen ist, gegründet. Das waren eigentlich zukunftsweisende Entscheidungen auch schon, nicht? Oder strategische? Ja, naja, im Hinblick auf die Volksgesundheit, die heute Public Health heißt, weil deutsche Worte sind ja weniger geläufig. Sie sind ja dann also irgendwie auch immer mehr auch ein bisschen mit dem Spannungsfeld Wissenschaft und Politik, nicht, weil Sie auch versucht haben... Ja, das war am Anfang schon auch... Für die Verbindung aufzustellen. Ja, die Verbindung ist von Seiten des Ministeriums ja damals, zu meiner Anfangszeit als Vorstand, ist das Ministerium für Gesundheit und Umweltschutz, war es für die beiden Agenten. Und da ist man dann auf mich eben, die Frau Minister damals, Leopold, die ja Kollegin war, und ist irgendwie also auf die Idee gekommen, dass man mit der Hygiene was anfängt. Und da habe ich also viel beraten auch und wurde viel gefragt. Und als dann die Umwelthygiene als eigenes Ministerium, also getrennt werden sollte, Gesundheit und Umweltwissenschaft, sagen wir, wie das also installiert werden sollte, durfte ich also den Einführungs- oder den wegweisenden Vortrag halten. Mhm. Und war dann also eben in den verschiedenen Gremien, die sich da jetzt entwickelt haben, am Anfang der Vorsitzung und dann auch Mitglied nur uns. Sie waren ja auch Berater dann von den Politikern und mussten auch oft erreichbar sein. Ja, das war am Anfang. Durften Sie ja nicht mehr so leben, wie Sie wollen. Ja, das war damals kompliziert. Also wir haben im Weidling noch kein Telefon gehabt und da mussten dann Masten aufgestellt werden. Eine Telefonleitung wurde gespannt, weil die Ministerin mich halt auch am Wochenende ersprechen wollte. Und wenn Sie auf Urlaub fahren, haben Sie mir gesagt, mussten ja. Sie auch sagen? Ja, da musste ich sagen, wo ich bin. Okay. Ja. Heute ist mit Handys ein bisschen anders. Ja, nicht, das aber, ist heute einfach. Aber damit. Und das heißt, Sie waren aber dann eigentlich nicht nur national tätig, sondern auch eigentlich ist dann durch Ihre Leistungen und Ihren Ruf auf dem Gebiet, sind Sie dann eigentlich auch international? Ja, schon ein bisschen halt. Einerseits in Amerika war ich also eingeladen in dieser Präsidentskonferenz. Hat es geheißen, da ging es um angeborene Schädigungen überhaupt. Und bei der Weltgesundheitsorganisation war ich 3 Jahre im Exekutivrat. Es ist ja so, dass turnusmäßig die Staaten nominieren dürfen einen Teilnehmer des Exekutivrates, der aber dann weisungsfrei von der Regierung ist. Und da war ich 3 Jahre also tätig. Und wie groß war dieses Council oder wo Sie waren, dieser Experten? Damals waren es 12 Leute. Also. Sind aber dann mehr geworden später natürlich. Mhm. Ich war bei den Abstimmungen der Aufnahme der DDR in die WHO und von China in die zwei, da habe ich mit abgestimmt. Zu der Zeit waren Sie dann auch tätig, ich glaube, Sie sind dann auch mal nach Indien gereist. Ja, Indien war ich 2-mal für die WHO, einmal für Atomsterilisation. Aber wichtiger war natürlich die Feststellung der Bockenfreiheit. Es war so, dass ja ein Land dann als bockenfrei erklärt werden konnte, wenn 3 Jahre lang kein Bockenfall war. Und da musste eine nationale Kommission des Landes das zuerst feststellen. Und dann machte die WHO eine Kommission. Und die, in der ich drin war, einer unter einigen, war die für Indien,
Bhutan und Nepal. Und ich selber habe zu bearbeiten gehabt Neu-Delhi, dann Kaschmir und Uttar Pradesh, also wo Benares, ja. Wie lange waren Sie dort oder wie lange haben Sie die Warte? Das waren nur 3 Wochen. Das war so eine, okay. Das ja, da sind wir herum. Und es war so, es war sehr interessant, weil man wusste in der Früh nie, wo man abends sein wird, weil wir ja uns nach, wir haben uns danach gerichtet, wo die schlechtesten Meldungen herkamen. Und das, manche waren also wirklich schlecht. Ich erinnere mich an manche Situationen da. Und es war interessant. Aber trotzdem ein Erfolg, dass die Bocken schlussendlich... Ja, die sind sicher weg. Ja. Sind sicher weg, da bin ich überzeugt. Das schon. Weil wir jetzt gerade noch so, Sie haben ja auch, das habe ich vielleicht vorher noch vergessen, Sie haben ja auch während Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit einige Auslandsaufenthalte gehabt, nicht? Sie sind nach Hamburg... In Hamburg, ja, da habe ich die Tropenmedizin gelernt. Ich habe mich bemüht, sie zu lernen, sagen wir so. Wie lange waren Sie in Hamburg? Das war ein Vierteljahr damals. Ein Vierteljahr, okay. Ja, und sonst halt hat mich der Chef auch geschickt an andere Institute, um zu schauen. Zeit schreitet voran. Ja. Aber wir haben noch genug, nein, aber vielleicht jetzt ein bisschen noch, jetzt ein bisschen mehr Richtung in die Gegenwart. Ich meine, Sie haben jetzt eine langjährige Erfahrung, nicht? Und Sie haben auch gesagt, dass es auch wichtig ist, dass man Mitarbeiter fördert. Ja, das ist auch sehr wichtig. Wenn Sie jetzt, könnten Sie jungen Menschen etwas sagen, die sich jetzt interessieren, Medizin zu studieren oder Wissenschaft oder? Ja, also andere Fächer kann ich nicht beurteilen. Aber wenn Sie Medizin studieren wollen, müssen ich dann ihr erst fleißig sein, arbeiten, echt arbeiten und dann finden Sie irgendein Gebiet, wo Sie mehr oder minder ein Unikum sind, sich bemühen sollten, eines zu werden. Nicht? Das glaube ich, kann man sagen. Aber es fleißig sein, es war ja zu meiner Zeit, wir haben 6 Tage Dienst gehabt und am Sonntag sind wir halt freiwillig gekommen. Ja, das ist aber gut, die Begeisterungsfähigkeit, das ist wichtig. Ja, das war sehr notwendig. Sehr notwendig. Und man muss sich vorstellen, in der Zeit damals, für die Viruszüchtung gab es nur Versuchstiere. Es gab keine Hühnereier, wie jetzt, weil sich der Grippeimpfstoff erzeugt wird. Es gab keine Zellkulturen, wie andere Impfstoffe erzeugt werden. Es gab nur die Möglichkeit, in Versuchstieren das Virus weiter zu propagieren. Da konnte man nicht stoppen, nicht, sondern das musste man einfach... Man muss das machen. Man muss das machen. Ja. Das auf jeden Fall. Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen... die Medizin hat sich ja jetzt rasant verändert in den letzten Jahren. Denken Sie manchmal zurück, wäre das schön gewesen, wenn ich solche Möglichkeiten schon gehabt hätte zu meiner Zeit oder wie ich? Oder? Na, ich weiß nicht. Wenn man so viele Möglichkeiten hat, braucht man weniger danken, weniger nachdenken. Beziehungsweise man denkt nur mehr gezielt. Und ich habe mich bemüht, ich sage immer wieder Volksgesundheit, in der Breite zu denken und ins Detail gehen können ja die Assistenten, die Oberärzte, die Dozenten, die Professoren dann auch. Das ist natürlich... Und denen muss man freie Hand lassen. Wenn die eine Idee haben, dann sollen sie es verfolgen können. Das heißt, wie Sie Institutsforschern waren, dann haben Sie eigentlich Ihren Mitarbeitern die Freiheit gegeben, ja, und immer gefördert auch. Dass schon, sie nicht ja. Und die neuen Institute sind ja alle von Mitarbeitern von mir besetzt worden. Nicht? Also auch die spezifische Prophylaxe damals von Wiedermann. Das heißt, man konnte sich eigentlich weiterentwickeln, ja, und schon, haben den ja. Möglichkeiten gegeben. Wenn man jetzt ein bisschen so, ich meine, Sie waren jetzt mit Mikrobiologie, sicher werden Sie jetzt auch viel nachdenken über die ganze Covid-19 ja, Situation. Nein, ja. Wie sehen Sie das jetzt vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheit? Was mir von Anfang an gefehlt hat, ist die Berücksichtigung der Definition, was Gesundheit ist. 1946 wurde international unter der Ägide der Weltgesundheitsorganisation definiert, dass die Gesundheit ein Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens ist und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Schwäche. Und die zwei Teile dieser
Trias, nämlich die soziale und die psychische Gesundheit, ist am Anfang der, jetzt unserer Pandemie überhaupt nicht berücksichtigt worden. Und was mich also irgendwie sehr irritiert hat, es hat bis heute noch keiner auf diese Definition, die aus dem Jahr 1946 ist, Bezug genommen, und jetzt jammern die Leute über die psychischen Beeinträchtigungen, über die sozialen Beeinträchtigungen. Nach der Definition aus dem 46er Jahr hätte man die von Anfang an berücksichtigen müssen. War natürlich eine schwierige Situation am Anfang auch. Ist eh schwierig, aber wenn man sich bewusst ist, dass man nicht nur auf die Sterblichkeit schaut, sondern auch auf die anderen Komponenten der Gesundheit, dann hätte man vielleicht manches doch anders. Mhm. Vielleicht nicht die ersten 5 Wochen, aber dann hätte man nachgedacht, vielleicht. Wie sehen Sie jetzt so die neuen Impfstoffe, wie man vorhin... Naja, ich hoffe, ich wäre auch noch geimpft. Ja. Nicht? Es ist in jedem Bundesland anders. Mhm. War das zu Ihrer Zeit, wie sie aktiv war, auch eigentlich schon so, dass das, oder war das mehr zentraler geregelt oder gewiss... Naja, es war ja überhaupt nicht geregelt letzten Endes, muss ich sagen. Wir haben ja nicht viele gehabt. Ich habe als Lehrauftrag für die Pharmazeuten Hygiene gebracht, habe die Impfstoffe natürlich erzählt. Naja, was gab es da? Es gab die Toxoid-Impfstoffe, Tetanus und Diphtherie. Na, das ist klar, da züchtet man die Keime, der Stoffwechsel ist dann Impfstoff, indem man inaktivierter Formalin, war nicht viel los, aber das waren die Impfstoffe, die es damals gegeben hat, und dann die abgetöteten Keime, damals gab es den Typhusimpfstoff mit manchen Komplikationen im Krieg, bei der Impfung, also Bakterienaufschwemmungen. Mhm. Und dann das älteste war natürlich der Bockenimpfstoff, und mit seinen vielen Komplikationen, bis zuletzt, muss man denken, war ein Todesfall auf 10.000 bis 20.000 Impfungen. Und das hat man hingenommen im Sinn eben der Volksgesundheit. Und diese Idee ist heute völlig verschwunden. Heute will jeder die absolute Sicherheit haben. Aber natürlich, das ist absolute Sicherheit ist natürlich nicht, aber zum Glück muss man sagen, dass die heutigen Impfstoffe eigentlich schon sehr sicher sind, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank. Muss man eigentlich nur empfehlen. Ja. Und das heißt, wie finden Sie so die neuen Technologien? Wir haben ja vorher auch kurz darüber gesprochen, ja, Vektorimpfstoffe, ja, RNA-Impfstoffe. Heute war ja auch die Universitätsvorlesung darüber, nicht? Ja, das ist schon eine große Sache, was man jetzt macht. Gott sei Dank, nicht? Vielleicht noch eine Frage oder ein paar Fragen irgendwie. Was hält Sie eigentlich aktiv? Ich meine, es ist vorher gesagt worden, Sie sind 92. Ja. Das Schreiben. Und zwar, ich suche mir immer möglichst nach einem Stichtag irgendetwas aus der Volksgesundheit, also aus dem großen Gebiet der Volksgesundheit. Und da schaue ich, was man zusammentragen kann. Sie sind ja sehr an der Geschichte interessiert, ja, nicht? Und ja, haben eigentlich viele Bereiche schon zusammengefasst. Geschichte der Infektionskrankheiten oder ähnlicher Krankheiten. Mhm. Und wie kriegen Sie hier Ihre Unterlagen und Themen? Ja, herrlich, das ist sehr schön. Es ist ja so, international, die Menschen, die in Archiven und Bibliotheken sind, sind wahnsinnig kooperativ. Da kriegt man wirklich aus allen Ländern, und gerade hier unsere Nationalbibliothek ist ja eine tolle Institution, und die Damen, die dort tätig sind, sind tolle Damen, die Sachen finden, die man gern hätte, und die finden sie dann auch. Also das ist schon interessant. Das heißt jetzt auch während, Sie haben Ihre Sachen zugeschickt bekommen und Sie haben auch gesagt, dass manchmal auch dann nachgefragt wird, warum Sie sich schon länger nicht gemeldet haben. Ja, das gibt's auch, ja. Zuletzt war es heute der Fall. Okay. Und woran arbeiten Sie gerade oder was haben Sie gerade abgeschlossen? Ja. Im Moment habe ich die schöpferische Ruhe, wobei Ruhe stimmt schöpferisch, weiß ich nicht. Aber ich habe halt jetzt eine Arbeit im Druck, wenn sie angenommen wird,
Ja, jetzt habe ich einen Blackout im Moment. Das gibt es auch. Ich geniere mich gar nicht in meinem Alter, ohne weiteres. Ich habe nicht heute die Nachricht gekriegt, dass sie vom Verlag angenommen wird. Ja. Und wenn Sie jetzt so zum Abschluss vielleicht noch, wenn Sie jetzt heute die Universität besuchen, und Sie waren ja auch schon, haben Sie jetzt das Institut für Hygiene vor ein paar Jahren mal besucht, wie sehen Sie so die Entwicklung? Denken Sie, meinem Kind ist was Tolles geworden oder aus dem, was ich irgendwie damals irgendwie mir vorgestellt habe? Ja, es ist so, die Kinder sind, sagen wir so, die Äste sind gut weitergekommen, der Stamm ist fast gestorben. Das war jetzt vielleicht etwas bösartig, aber es ist von Stamm der Hygiene, es ist toll, die Wasserhygiene, die sich international toll entwickelt hat und auch deswegen Sterilisation, glaube ich, wird auch gut behandelt. Aber manche Dinge, man kann nicht alles erwarten. Und im Wandel der Zeit ändern sich auch die Dinge. Ja, ja, natürlich, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Herr Professor Flamm, ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Freundliche Gespräche. Ja, es war mir ein großes Vergnügen. Und ich hoffe, dass wir noch mehrere Gelegenheiten haben, uns auszutauschen. Danke. Damit möchte ich mich auch sehr herzlich verabschieden und vielen Dank. Danke auch Ihnen allen und den Zuhörern. Gut, danke sehr. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch und ich freue mich, Ihnen gleich dann noch die Frau Professor Pisa-Katzer im Gespräch mit unserer Vizerektorin für Forschung und Innovation, Michaela Fritz, anmoderieren zu dürfen und darf Sie um 5 Minuten Pause bitten, dass wir hier alles herrichten und umbauen können. Bleiben Sie dabei.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu dem zweiten Teil dieser Lebenswege-Veranstaltung, in der es darum geht, dass wir Persönlichkeiten einladen von Seiten des Alumni-Club der MedUni Wien, die sich in der Medizin besonders verdient gemacht haben. Und nachdem wir jetzt im ersten Teil Professor Flamm zu Gast hatten im Gespräch mit Wilfried Ellmeyer, ist es jetzt an Frau Professorin Hildegunde Pieser, die uns im Gespräch mit Vizerektorin Fritz, die unsere Vizerektorin für Forschung und Innovation ist, uns Einblicke gibt in ihre Lebenswege. Und ein wenig vorwegnehmend, also kann ich sagen, dass sie einen Lebensweg nach Innsbruck gefunden hat, der sehr wichtig ist und wo sie einen guten Teil ihrer Karriere absolviert hat, was uns auch irgendwo verbindet, der Ort. Aber wichtiger ist natürlich, dass sie auch verantwortlich zeichnet für eine erste Handtransplantation und verschiedene andere chirurgische Meisterleistungen, die jetzt alle ins Gespräch einfließen werden. Also ich danke Ihnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben und dass Sie dabei sind bei diesem Livestream aus dem Van-Swieten-Saal der MedUni Wien und übergebe jetzt an Michaela Fritz. Lieber Harald, vielen Dank für diese Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Professor Pitzker-Katzer, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Serie Lebenswege des Alumni-Clubs der MedUni Wien im Rahmen unserer virtuellen Feierlichkeiten des Universitätstages. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, eine Pionierin der Medizin in der Chirurgie mit ihr über ihre Karriere, über Sichtweisen und Erkenntnisse zu diskutieren. Und ich darf Ihnen ganz kurz den Lebensweg unseres Gastes heute vorstellen. Sie wurde mit 24 in Graz promoviert, war dann die erste Frau an der Chirurgie des AKH Wiens, mit 34 Fachärztin und bald darauf Oberärztin. Und es folgten immer wieder Auslandsaufenthalte, zum Beispiel in Louisville, USA, Melbourne, Lübeck, Hannover. 1983 erfolgte die Habilitation für die plastische Chirurgie und 1992 gründete Frau Pitzker-Katzer die Abteilung für plastische und Wiederherstellungschirurgie am Krankenhaus Linz. Und jetzt folgt wieder mal als erste Frau 1999 vorständig der Klinik für plastische Wiederherstellungschirurgie der Universität Innsbruck. Die erste Leiterin einer solchen Klinik im ganzen deutschsprachigen Raum. Und Harald Sitte hat es schon erwähnt, ein Jahr später ihr spektakulärster Fall, der wirklich Medizingeschichte geschrieben hat, die Transplantation beider Hände des Polizisten und Rohrbombenopfers Theo Kelz. Und das war wieder mal die erste derartige gelungene Operation. Ich lasse jetzt die vielen Preise, Ehrungen weg, weil ich glaube, der Lebenslauf ist mehr als beeindruckend. Vielleicht einen einzigen würde ich schon erwähnen. Sie war auch Wissenschaftlerin des Jahres 2000. Und es ist wirklich unglaublich, wie viel Erste es in ihrem Lebenslauf gab. Erste Frau an der Chirurgie, erste Leiterin, erste Transplantation von Händen. Wie wird man zu einer solchen Serienpionierin in der Medizin? Verraten Sie uns das Geheimnis. Ich habe nur dieses Leben gehabt und kein anderes. Und getrieben hat mich die Neugierde. Und getrieben hat mich die Sicherheit, dass man Neues angehen sollte, müsste. Ich habe nicht viel überlegt, es waren ja Zufälle mehr als ein Lieb waren manchmal. Aber das Hic et Nunc, glaube ich, das war so das Geheimnis. Ich wollte zuerst Arzt werden. Also Arzt war der Hauptberuf. Aber in jedem Menschen das Anregen, auch über sich selbst nachzudenken und ihm dann helfen kann, wenn er gedacht hat. Man fährt nicht drüber über einen anderen, der in Not kommt. Und daher ist das Arztsein doch geprägt von guten Vorbildern. Also der Vater oder die Chirurgen, die mich aufgenommen haben, weil ich halt handarbeiten konnte.
Ich habe ja nichts anderes gemacht, wie zuerst nähen. Und das war ein Zufall. Und diese Zufälle habe ich aber ergriffen. Ich habe nicht geplant, so wie Sie es jetzt gesagt haben. Das klingt ja ein bisschen übertrieben, aber entschuldigen Sie, haben es halt zusammengefasst. Aber es sind auch lange Jahre gewesen, die mir geschenkt waren. Das muss ich auch sagen. Und immer natürlich gefördert worden, weil man gesehen hat, sie ist nicht ungeschickt, sie ist eigentlich fleißig, sie ist überdurchschnittlich manchmal dran an einem Thema. Und das Dranbleiben, glaube ich, ist das Geheimnis. Also wenn man zu dieser schon ein bisschen übertriebenen Operation kommt, das ist ja ein langer Weg gewesen. Aber es war doch so, dass ich in eine Zeit gekommen bin, wo die plastische Chirurgie enorme Fortschritte gemacht hat. Wir haben im Jahr 1974 das erste europäische Replantationszentrum gegründet in Wien bei Milesi. Das war nicht von ungefähr. Wir haben geübt, dass wir Gefäße, die kleiner waren als 2 mm, zusammennehmen können. In Japan war 1965 die erste Daumenreplantation. Vorher war Nicola Toni im Jahr 1905, der schon die Idee gehabt hat, eine Zehe als Daumenersatz zu bauen. Und Nicola Toni war ein Vorbild, aber das war schauerlich, wie man damals die Patienten zusammengenäht hat, Hand an den Fuß und eingegipst und jahrelang im Spital, also immer wieder im Spital. Und die Mikrochirurgie hat begonnen ja in der Augenheilkunde, aber die rekonstruktiven Chirurgen waren direkt gierig, dass man das machen kann. Zuerst die Nervenchirurgie und dann die Gefäße und dann ist es losgegangen. Und weil Sie erwähnt haben, Australien ist ja ein gutes Land, nicht nur zum Schauen, sondern auch in der Medizin. Und da gab es dann einen Jungen, der war dann hier als Gast eingeladen in Wien und in seine Art, wie er präsentiert hat, wie er Gefäße in dieser Größe genäht hat und Teile von Muskeln transplantiert hat, das hat mich fasziniert. Und so bin ich nach Australien, immer nur kurz, weil ich ja doch eine Familie gehabt habe. Aber ich habe immer viel gelernt, immer viel von den anderen gelernt und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt, dorthin, dahin und so weiter. Und das war einfach ein tolles Leben. Nicht immer leicht. Genau. Aber wenn ich das vielleicht für unsere auch vielleicht jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer zusammenfassen, also schon ein bisschen Ausdauer, Fleiß und dann die Neugier. Und aber auch, Sie haben Sicherheit erwähnt. Aber was hat Ihnen denn die Sicherheit gegeben, schon mutige Schritte zu gehen? Die Sicherheit, dass man denken kann, solange man denken kann. Die Sicherheit, dass man überlegen kann, dass man tief einatmet und geht und im Gehen die Dinge anders sieht, als wenn man immer nur sitzt. Ich gehe sehr viel, ich schaue sehr viel, ich fotografiere unendlich viel, ich komme manchmal nach 2 Tagen heim mit 300-400 Bildern, weil dieses Hinschauen gerade im Fach der rekonstruktiven Chirurgie so wichtig ist. Und die Sicherheit, wenn man aufgehoben sich fühlt in einer Familie, Sicherheit, dass man unterstützt wird, wenn man in Not kommt. Und wer kommt nicht in Not? Aber da gibt es dann Freunde und die helfen weiter, auch in der Medizin. Und das finde ich schon toll. Lehrer, die sich dann hinsetzen, weil sie in Pension gegangen sind. Ich habe in Leins eine Abteilung aufgemacht und dann habe ich einen der besten Handchirurgen, den Deutschland gehabt hat, den Professor Bukramko, der hat sich mit Kindern beschäftigt. Damals war große Katastrophe, weil Frauen in der Schwangerschaft Beruhigungsmittel genommen haben und dadurch hat er eine unglaubliche Erfahrung gehabt. Bei den Vorträgen war er sehr streng, man musste also die Zeit einhalten. Aber er hat mich manchmal gelobt. Dann hat er mich in die Gesellschaften hineingebracht, in die handchirurgischen.
Und er ging in Pension. Und dann habe ich gesagt, du könntest doch eigentlich nach Wien kommen. Und da haben wir Filme gedreht. Wir haben Ding und auf einmal sagt er, ich glaube, du sitzt da nicht richtig, du musst auf diesen Platz, das heißt auf den Platz des Operateurs. Hat man assistiert und dann hat er gesagt, und jetzt musst du nur mehr gehen. Also diese Sicherheit, die man dann hat, wenn man hinter sich auch Koryphäen hat, wenn man Freunde hat und die dann sagen, du kannst mir das alles schicken, wir können diskutieren. Wir haben sehr viel diskutiert und das war gut. In einem Interview haben Sie mal erwähnt, Sie wollten Lehrerin werden oder hätten sich auch vorstellen können, Handwerkerin zu sein. Aber eigentlich sind Sie eh beides geworden auch. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dass ich schon sehr viel mit den Händen gemacht habe. Ich hoffe auch im Großen und Ganzen viel helfen konnte. So denke ich an zwei Patienten. Und das war immer das Glück, nicht? Wenn was außergewöhnlich war, dann musste man es verbessern, indem man es ein zweites Mal gekriegt hat. Und ich habe jedes Mal das Glück gehabt. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der aufgegeben war, hat ein Sarkom gehabt und ja, da muss man amputieren. Und damals war ich noch an der Klinik an Milesio und bin bei Kotz eingeladen worden, bei der Operation mitzumachen. Das heißt, das alles rausschneiden und die Hand hinauf. Klingt einfach, ist aber nicht so, weil da hat man andere Situationen von Sehnen wieder oben, da gibt es primitive Muskeln und so weiter und wir haben das gemacht. Ist nicht schlecht geworden, aber wir waren auch stolz, es ist auch publiziert worden, das ist eh klar. Aber also so gelungen, wie man es sich vorstellt, war es nicht. 15 Jahre später kommt nach Innsbruck ein Patient aus Oberösterreich, ident in der Größe, im Alter, auch ein malignes Ding. Und da habe ich dann einen Jungen zuerst, ich wusste, dass man den operieren muss, ins Labor geschickt, nämlich auf die Anatomie, um nachzuweisen, ob diese Nerven, die da herunter natürlich viel kleiner sind, oben besser adaptiert werden können, ob man die Sehnen kürzen kann und so weiter. Also wir haben das experimentell nächtens vorbereitet an der Leiche. Und die zwei haben sie aber kennengelernt. Und der Erste sagt dann zu dem Zweiten, naja, deins schaut ja wirklich gut aus und du bist ja Bauer. Und sagt zu mir, allerhand, was sie gelernt haben inzwischen. Und das war so witzig, weil der ist dann auch gekommen und hat gesagt, könnten sie das nicht noch reparieren? Und die zwei sind Freunde geworden. Und ich bin dann nach Jülich ins Hirnforschungszentrum eingeladen worden, weil die nachweisen wollten, wie es im Hirn also ausschaut von solchen Leuten. Und dann ruft mich der Professor Eickhoff an und sagt, ich glaube, das können wir nicht publizieren, die sind so unterschiedlich. Und ich sage, ja, die sind unterschiedlich, ja warum? Weil wir ein völlig anderes Schema der Rehabilitation aufgezogen haben. Und genau dieses Schema haben wir dann beim Herrn Kelz angewendet und dann bei den anderen zwei, die wir dann auch noch in Innsbruck gemacht haben. Und das war das Geheimnis. Das war das Geheimnis. Stichwort Kelz. Auf diesen spektakulären Fall muss man wahrscheinlich, das interessiert unser Publikum nämlich anschauen. Können Sie ein bisschen erzählen, weil das war eben von der medizinischen Seite natürlich spektakulär, aber es gab ja einfach auch viel mediale Aufmerksamkeit. Ja. Und wie war das damals so, im medialen Interesse zu stehen? Und standen wirklich Sie oder das gibt ja auch, wenn man so nachliest, haben sich denn doch auch ein paar Männer da in den Vordergrund Also wir sind natürlich nicht nur gelobt worden, das ist schon klar, nicht? Also es gab ja am ersten Tag nach der Transplantation, wir waren einigermaßen froh, dass es gelungen ist. Und dass man völlig anders ist, als die erste Handtransplantation war 98. Und die ist voll daneben gegangen, aus dem einfachen Grund, weil man die Anoxemiezeit von
auf 10 Stunden ausgedehnt hat. Da kann nichts werden, weil die Muskulatur braucht eine kurze Ischämiezeit und so weiter. Und daher waren wir sehr gut trainiert auf diese Verkürzung und dann die exakte Anpassung. Und wir waren ja die Ersten in Innsbruck, die den Spender und den Empfänger mehr oder weniger nebeneinander gehabt haben. Vorher hat man gedacht, naja, so wie die Leber oder die Niere, die holt man sich und die Anoxämiezeit von 10 Stunden geht schnell. Und wir haben gesagt, nein, es geht nicht, dass wir mit dem Flugzeug das holen, weil dann verbraucht man genauso viel Zeit. Und ich erinnere mich noch mit dem Kollegen Markreiter, der war ja bei der Transplantation nicht, aber hat die Immunologie dann übernommen, also ist ja immerhin auch schwierig, die richtigen Medikamente und so weiter. Und dann hat er gesagt, was wollen Sie eigentlich? Ich sage, ja, ganz einfach, machen Sie doch so. Und er schaut mich an und sagt, was soll denn das? Ich sage, na, machen Sie so. Und eine Hand ist ja nur fähig, wenn sie die kleinen Handmuskeln hat, dass sie wirklich etwas angreift und bewegt. Kelz war ein hochintelligenter Mensch und ist am liebsten mit dem Motorrad gefahren. Und so ist er trainiert worden, dass er weiß, wie er dann wieder am Motorrad fährt und hat also ein Training vorher gemacht. Das heißt, es war dann das Glück, es war ja der 8. März, also jetzt eh vor ein paar Tagen, und wir hatten Skitag. Innsbruck ist Skitag einmal im Jahr. Und dieser Skitag konnte nicht stattfinden, weil Margret und ich haben um 12 in der Nacht entschieden, also es wird jetzt transplantiert und es war ja von der Unfall, waren Kollegen dabei und von der plastischen Chirurgie. Und dann habe ich gesagt, so, das, die anderen können Skifahren gehen, aber die kommen dann eh um 3 mal zurück und schauen, ob wir sehr müde sind. Wir waren aber nicht müde, weil es so spannend war. Und wir haben das eingehalten, was wir eigentlich wollten. Kurze Ischämiezeit, exaktes Training und viele kleine Details, das dann die Amerikaner alle übernommen haben. Und das war, glaube ich, für diese doch ein bisschen außergewöhnliche Operation. Man kann ja Prothesen auch nehmen, nicht? Aber es war gut, dass wir es gut vorbereitet haben, auch gut nachbereitet mit dem besonderen Training, imaginär sich vorstellen, was wird man und so. Also mir hat es sehr getaugt, dass vorher die Amerikaner dieses Jahrzehnt des Gehirns ausgerufen haben, weil da haben wir viel gelernt, die MRT-Untersuchungen und dann die Erfahrungen mit Jülich und so, das hat alles zusammengepasst. Aber Sie meinten, es gab auch quasi nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Kam die wegen der ethischen Diskussion oder woher kam die Kritik? Wie? Woher kam die Kritik? Sie meinten vorher, es gab nicht nur Jubel, ja, sondern auch Kritik. Ja, ja. In welche Richtung? Also, mein Gott, das wäre nicht menschlich, wenn man nicht den Neid hätte, oder? Wir haben aber 98 hat Milesi eine sehr gute, 99 war es, Besprechung gehabt mit allen, die interessiert waren, hier im AKH, in Hörsaal, glaube ich, 6 oder so irgendwas. Und da ging es darum, dass Kelz war ja verletzt durch ein Bombenopfer und war 6 Jahre handlos. Und fuhr halt herum und hat sich auch in Lyon gemeldet und er war interessiert, dass er Hände kriegt. Und ich wusste, bevor ich nach Innsbruck übersiedelt bin, schon, dass das ansteht. Im Interregnum macht man sowas halt einfach auch nicht. Und wir haben uns dann einfach geschaut, dass man den richtigen Spender findet und. Und das Problem aus Wien am ersten Tag nach der Transplantation kam aus ethischen Gründen, sei das nicht gut, dass man sowas macht. Ich meine, ich habe mich gern und immer wieder mit ethischen Problemen in der Medizin beschäftigt, aber unethisch ist es nicht. Unethisch wäre es dann, wenn wir dann die Angebote angenommen hätten, zum Beispiel aus Südafrika. Ja, wir haben einen sehr wichtigen Mann,
einen Afrikaner, der braucht dringend eine Hand. Also wir zahlen alles. Auf solche Dinge sind wir natürlich nicht eingegangen. Nicht? Das wäre unethisch gewesen, weil der kommt zurück nach Südafrika, wie sollen die das managen? Und der allererste, der war ja aus allererste transplantiert, einhändig aus Australien und hat ein internationales Team, einen Einhändigen, der aus dem Gefängnis gekommen ist, sich freiwillig gemeldet hat, die Replantation vorher nicht mitgetan hat, und die haben ihn im Stich lassen. Das habe ich unethisch gefunden. Und eine Einhand ist nicht notwendig, weil die Gesunde immer schneller ist, nicht? Die greift schneller hin. Und wir haben von vornherein abgelehnt, eine Einhand zu transplantieren. Es ist leichter, aber es hätte keinen Sinn. Wir haben nur drei Patienten operiert unter meiner Ding mit zwei Händen. Ethik und plastische Chirurgie hat aber wahrscheinlich, die hängen immer ein bisschen zusammen, aber wahrscheinlich hat sich auch geändert über die Zeit und vielleicht heute eher, wenn man plastische Chirurgie in Richtung Schönheitschirurgie denkt, ja, kommt man wahrscheinlich auch in ethische Fragestellungen. Ja. Oder wie sehen Sie das? Die Schönheitschirurgie, die hat sich so hineingeschlichen. Ich glaube aber, dass die Universitäten auch aufgefordert sind, in rekonstruktiver Chirurgie die Leute gut auszubilden. Und ich bin sicher, dass wir nicht 130 oder 120 Ausbildungsstellen in Österreich brauchen für plastische und rekonstruktive Chirurgie. Da ist was aus dem Ruder gelaufen. Und vielleicht wissen Sie es, wir haben im Jahr 8, 9, vielleicht sogar später noch in der plastischen Chirurgie dann den Riegel vorgeschoben, also unter 18 Jahren auf keinen Fall. Und dann auch in der Ausbildung doch strenger auch über die rekonstruktive Chirurgie den Weg zu finden und die Leute nach 5 Jahren nicht auf die Straße zu setzen, weil was sollen sie denn dann machen? Das Studium hinter sich, sie haben dann die Ausbildung hinter sich und dann müssen sie in die Praxis und dann können sie wahrscheinlich wirklich noch nicht operieren, wage ich zu bezweifeln. Und dann müssen sie Botox spritzen, sie müssen Fäden einziehen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ob man sich dazu überwinden kann, zu sagen, wir bilden weniger aus, wir schauen auch, dass die ausgebildet sind, dann gut unterkommen und ein Rotationssystem einführen, weil in Innsbruck sind 5 OP manchmal gewesen, in Graz sind weniger, dann gibt es jetzt Linz und. Also man braucht schon rekonstruktive Chirurgen auch und nicht nur ästhetische. Na, spannend. Aber das ist sicher eine noch langwierige und laufende Diskussion, aber wichtige, dass da die Universitäten da auch mitdiskutieren. Ja. Ja. Vielleicht ganz ein anderes Thema, weil mir das wirklich sehr berührt hat. Sie haben bei Ihrem Kinderhände-Verein so Weihnachts- und Neujahrsbriefe. Und in einem haben Sie geschrieben, und das hat mich wirklich sehr berührt, es gibt die Schonzeit, wo man Kinder fragt, du kannst schon laufen, du kannst schon rechnen. Und dann gibt es die Zeit, Sie nannten das die immer noch Zeit, wo man sagt, aha, Sie operieren immer noch oder Sie geben immer noch Vorträge. Und Sie meinten in diesem Brief, dass die Zeit zwischen der Schonzeit und der immer noch Zeit wahnsinnig schnell vergangen ist. Aber Sie sind immer noch sehr aktiv in der immer noch Zeit, oder? Glück. Ich bin einen guten Optiker. ich habe mich in ein Fach hinein fast gewühlt, wo es schon darum geht, dass nicht nur der Patient mich braucht, sondern die Eltern. Und es geht um die fehlgebildeten Kinder. Und so gut ich gelehrt worden bin, so wichtig war es mir, dass ich das weitermache. Und habe natürlich frech an sämtliche Kinderspitäler in Wien geschrieben, ob sie mich nicht brauchen könnten, wenn ich wieder zurück zur Familie nach Wien gehe.
Und von einem habe ich überhaupt keine Antwort gekriegt, vom anderen habe ich nach einem Jahr dann, da hat er mir irgendeinen Orden umhängen wollen und dann habe ich gesagt, na, bevor Sie mir den Orden umhängen, ich möchte Ihnen nur sagen, warum haben Sie mir nicht geantwortet? Ja, das können alles meine Oberärzte und so bin ich nach Linz und nach Ischl. Zuerst nach Linz, dort waren wir auch nicht ganz sicher, ob wir überhaupt Kinder so viel haben. Und dann nach Ischl. Und in Ischl war es einfach, es ist ein kleines Krankenhaus, 240, und da hat es eine junge Unfallchirurgin gegeben, die hat gesagt, ich war sie so oft in Innsbruck besuchen, möchten Sie nicht bei uns einmal irgendwas machen? Sag ich, nein, irgendwas möchte ich nicht, sondern wenn, dann fangen wir gut an. Und jetzt bin ich 11 Jahre in Ischl, habe einen guten Wirten, der mich versorgt, gehe zu Fuß, sehr viel zu Fuß, schwimmen natürlich, wann irgendwo geht, im nächsten See, dass ich dann wieder um 7 Uhr ins Spital gehen kann. Bin dort regelmäßig 3 Tage, 4 Tage im Monat und operiere dort Kinder. Dann kenne ich natürlich Leute, die viel Geld haben und die mich fragen, brauchst du nicht ein Geld? Und ich sage, ja, natürlich. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass rotarische Clubs aus Berlin und rotarische Clubs aus Kärnten, wo ich auch gearbeitet habe, Geld aufgetrieben habe, sodass ich Kinder aus Albanien und Kosovo operieren konnte. Tolles Projekt. Und dann bin ich natürlich nach Tirana geflogen, um Visite zu machen. Das war natürlich auch, weil die ganze Familie kann ja nicht mitfahren. Und es war ein sehr gutes Projekt, sehr gut organisiert. Albaner, die in oder Kosovarianer, die in Ischl gewohnt haben, haben sich um die Kinder angenommen. Die haben also keinen Schaden erlitten, sondern haben mit den Händen wieder was anfangen können. Und ja, es wird schon einmal die Zeit kommen, denke ich, dass ich aufhören werde. Aber das entscheide nicht ich. Aber der Verein ist noch aktiv. Und der Verein ist sehr aktiv. Es sind 150 Leute, die zu den Wandertagen kommen. Die finden statt seit, ich glaube, 18. Mal. Voriges Jahr haben wir es natürlich in einen Familienausflug umändern müssen. Vielleicht auch heuer noch, nicht? Corona macht es möglich. Und wir haben immer ein anderes Bundesland gewählt und es sind immer neue dazugekommen und es sind jetzt schon die Älteren, die Akademiker sind, die fehlgebildete Hände gehabt haben, kommen jetzt hinein, Ärzte, die ich ausgebildet habe, kommen hinein in den Vorstand und also das lege ich jetzt dann bald zurück, aber es kommt in 2 Monaten. Das 6. Buch heraus und das ist auch gut, weil da können auch die Kinder schreiben und die Eltern vor allem ihre Sorgen loswerden. Nicht? Aber ich glaube, das ist vollkommen legitim, wenn wir hiermit auch Werbung für den Verein machen, Kinderhände. Man kann auch spenden und da was Gutes tun und sie unterstützen mit einer tollen Aufgabe. Ja, ich find, das ist ein gutes Projekt. Und wir haben eben auch gute Leute, die sagen, wie förderst du die Kinder? Und man glaubt es nicht, die lassen sich Instrumente umbauen, wenn sie uns zum Beispiel da nicht wirklich greifen können auf der Trompete oder so, dann sie brauchen nur einen Zettel ausfüllen und sagen, ich möchte gern die Trompete umbauen. Oder einer, der halt wirklich verkrüppelte Finger hat, der dann sagt, ich möchte schon auch gefördert werden. Ja, warum? Was machst denn du? Ja, ich Fußball spiele. Ja, sag ich, dann kannst du neue Fußballschuhe kriegen, wenn du nicht den Händen. Ne? Also es ist eine gute Idee gewesen. Und der erste Wandertag hat ja in Kaunertal stattgefunden, weil der Bürgermeister eingeladen hat zu einer Wanderung. Und seither sind also 18 Jahre vergangen und immer ist es lustig. Super, sehr, sehr spannend und weiterhin viel Erfolg. Ich möchte jetzt quasi als letzte Runde, weil ich Sie als doch nochmal als Pionierin bezeichnen möchte in der Medizin, auf das Thema Frauen zu kommen. Ja. An den Universitäten, den österreichischen, die werden immer wieder gemessen an diesem Glass Ceiling Index.
Und die medizinischen Universitäten, da ist eigentlich nur noch die Montanuniversität schlimmer, den Frauen das Leben schwer zu machen, in Führungspositionen zu kommen. Woran, glauben Sie, liegt es? Aber dann noch viel mehr würde mich interessieren, was sind Ihre Tipps für junge Studierende, Studentinnen, Ärztinnen, die angehen? Wir haben in Innsbruck ein gutes Mentorenprogramm gehabt. Und ich glaube, das ist einmal ein Programm, das wirklich durchgezogen werden muss, das man mit Vorsicht auch sehr gut verteilen muss, also die Mentorinnen und die, die es wirklich brauchen. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, nicht jeder Wunsch muss erfüllt werden. Ich meine, man muss den Jungen einfach die Chance geben, dass sie auch an den Universitäten einmal ein bisschen schnüffeln oder herumriechen können, wo es ihnen wirklich passt. Ich bin ganz dagegen, dass man die Frauen so fördert, dass man sagt, ja, sie müssen unbedingt schon viele Arbeiten geschrieben haben, ehe sie überhaupt angenommen werden zu einer Stelle. Da bin ich dagegen, aber sie können es lernen. Und ich glaube, da sollte man ansetzen, dass man früh genug sich die Studentinnen herausholt und sie auch, wenn sie handwerklich gut sind und anatomisch sehr gut sind, in die Chirurgie hineinlässt. Ich halte nichts davon, dass man eine Thoraxchirurgin ausbildet und nur die Venen herausnehmen lässt. Da, glaube ich, muss von einem Mentorprogramm an, auch von der Chefin des Mentorprogramms ausgehen, bitte bis daher aber nicht weiter, sondern die Ausbildung muss ganz genau so laufen, auch wenn ein Kind dazwischen kommt. Man kann jemanden, der dann ausgebildet ist, nicht sagen, ich glaube, die Bücher kehren abgestaubt. Also das würde mich furchtbar aufregen, wenn ich im Rektorat sitze und es kommt jemand und klagt darum. Dazu ist die Frau nicht da, aber man muss sie von ganz Anfang her wirklich stärken und ausloten auch, ist sie wirklich für ein chirurgisches Fach geeignet. Und Ihnen brauche ich nicht erzählen, wie viele Frauen an der Medizinischen Universität in Wien an der Chirurgie fast zerbrochen sind. Wir haben eine sehr interessante Studie gemacht, Frau in der Chirurgie, weil ich ja Chirurgenchefin von Österreich auch war. Und da haben die Chirurgen sehr nachgefragt, gibt es denn das, dass das wirklich so ist? Und es ist so. Ich glaube, es hat sich noch nicht viel geändert. Die Frau in der Chirurgie gehört natürlich genau unter die Lupe genommen, aber genauso wie die Männer. Genauso wie die Männer. Und dass wir hunderte Jahre nicht die Clubs gehabt haben, wie die Männer. Da können wir nichts dafür. Jetzt das Aufholtempo war ja ziemlich rasch, oder? In vielen Fächern. Da bin ich sehr froh. Chirurgie ist schon sehr heikel, überhaupt wenn man eine Familie noch machen muss und die Konstellation muss passen. Der Partner muss schon sehr daneben stehen. Jetzt nicht daneben bei den Kindern stehen, das kann man sich anders auch einteilen. Aber er muss das akzeptieren, dass sie auch weiterkommen will. Sonst hat es keinen Sinn. Super. Vielen, vielen Dank für das ganz tolle Gespräch. Gerne. Ich nehme mit als Rektoratsmitglied unter die Lupe nehmen, Mentoring und natürlich fördern und Zeit lassen zum Lernen. Ich hoffe, alle unsere Zuseherinnen und Zuseherinnen nehmen auch viel mit. Es braucht Neugier, es braucht Ausdauer und es braucht Sicherheit. Und ich glaube, mit solchen Role Models kann man Sicherheit gelangen. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank alle, die zugehört haben. Und ich übergebe wieder an den Harald Sitte. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, auch von meiner Seite. Ich glaube, da braucht man jetzt gar nicht mehr viele Worte danach machen. Das wurde alles hervorragend zusammengefasst. Aber
Gut, doch, ich muss eins noch anmerken, dass Mentoring ein wesentlicher Pfeiler ist unserer universitären Aufgabe, sei es als Professorin, als Professor, das ist ganz egal. Ich glaube, die Förderung von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist eine der wichtigsten Aufgaben, denen wir uns stellen müssen und die wir wirklich auch für die Zukunft weitertragen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie bei einer oder der anderen dieser beiden Lebenswege-Veranstaltungen heute aus dem Van Swieten-Saal der MedUni Wien dabei waren. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch noch das weitere Programm nicht nur jetzt miterleben, sondern vielleicht auch mitmachen. Auf der Homepage der MedUni Wien finden Sie das weitere Programm online angekündigt zum Tag der MedUni Wien und, oder zum Tag der Universität. Und mich würde es freuen, wenn Sie auch bei den nächsten Programmpunkten dabei sind. Und natürlich, wenn Sie Mitglied des Alumni-Clubs der MedUni Wien werden wollen. Ja, das wäre uns natürlich das Tollste. Und dazu möchte ich Sie sehr herzlich einladen und freue mich auf die nächste Veranstaltung.